Willkommen zurück zu Let's Play Fallout. Ja, es gab jetzt wieder 3 Tage keine Videos. Oh, lag ein bisschen daran, dass ich auf StarCraft ein bisschen wieder vorbereitet habe, dass es da wieder losgehen kann. Solltet ihr eigentlich, wenn alles gut läuft, heute schon sehen. Also mit diesem Fallout-Video. So, und ja, wir haben beim letzten Mal noch ein Level abgehalten und wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen noch schleichen gehen. Deswegen scalen wir das nochmal ein bisschen und haben jetzt schon den ersten großen Vorteil. Wir haben jetzt hier 20%. Diesen ersten Satz habe ich beim letzten Mal gar nicht gelesen. Werde zu einem Flüstern, werde zum Schatten. Ja, wir haben inzwischen den Vorteil, dass wir keine Bodenfallen mehr beim Schleichen auslösen können. Und nun ja, wir sind vor allem in der Feuerprobe des Öfteren im Bodenfallen gelaufen. Deswegen ist das ganz cool. Im nächsten Level können wir keine Minen mehr auslösen. Also es hat definitiv seine Vorteile. Ich bin ganz ehrlich, seit dem letzten Mal habe ich so ein bisschen den Weg verloren. Aber ich glaube, wir kamen aus der Richtung da hinten und sind dann hier reingesprungen. Deswegen denke ich, dass wir auch in die Richtung hier weitergehen sollten. Wobei mich auch die Ecke interessiert, aber ja, es scheint ein Rundgang zu sein. Gut, dann wollen wir uns hier mal weiter umsehen. Scheint ja nicht falsch zu sein, weil hier sind jede Menge Roboter aktiv. Ich denke, wir sind hier ziemlich gut dabei. So, die Galaxy-Beobachter sind hinüber und ja, wir kriegen auch den noch down. Ja, die sind keine so große Herausforderung. Mehr so für die Munition, das ist so das Problem. Aber solange wir hier gut looten, ihr kennt mich ja, können wir uns auch weiterhin Munition leisten, weil die Splatterkanone, da wird ja dauerhaft Munition für angeboten. Was ich aber auch echt gut finde, denn man hat oft so das Problem, man kriegt dann so eine neue Waffe und dann benutzt man die, benutzt man die, benutzt man die. Und dann hat man keine Munition mehr und muss erstmal 10 Händler abklappern, um von allen Händlern die 3 Kugeln, die die haben, zu sammeln. Ja, und das ist halt hier in dem Addon bis jetzt nicht und ich krieg's gerade nicht hin, diese Kacktür zu öffnen. Ja, das macht's halt wesentlich angenehmer, finde ich. Geschafft. So, nehmen wir mal das Zeug hier mit. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir hierüber über uns kommen, in den Raum, wo die 2 Bewacher waren. Ja. Ich bin ja ganz ehrlich und habe auch meine Hinter... Ah! Geht doch. Ja, ich habe gehofft, wir würden da oben noch so Nuka-Tokens finden. Und tatsächlich ist hier keiner. Okay, ist auf jeden Fall diese eine Richtung, dass hier einer sein könnte. Das war eine komische Nuka-Cola-Quarz. Aber ich sehe tatsächlich keine Star-Kronen-Token. Ist natürlich enttäuschend, aber wir haben immerhin einen Terminal. Ja, der Nuka-Cola Galaxy Systemsteuerungsterminal. Mehrere Fehlfunktionen festgestellt. Das Fahrgeschäft wurde angehalten, bis sichere Bedingungen wiederhergestellt werden können. Bringen Sie bitte alle Gäste zum nächstgelegenen Ausgang. Das heißt, wir müssen erstmal alle Leute platt machen. Greife auf Fahrgeschäft Steuerung zu, mehrere Fehlfunktionen. Vielleicht geht es ja wirklich, wenn wir alle Gegner platt machen. Die wirklich zur Seite räumen möchte ich jetzt nicht wirklich. Und die sind hier alle meisterhaft verschlossen nur. Bringt ihnen das nichts. Und das ist tatsächlich die Tür, wo ich meinte, dass hier Korken drin sein könnten. Und da ist sogar einer. Ich sag die ganze Zeit Korken, aber diese Sternkerne. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall die richtige Summe zusammenkriegen. Da mache ich mir inzwischen keine Gedanken mehr. Ich dachte gerade, sie wäre auch einer. Aber tatsächlich nur ein bisschen Deko. Ich glaube, dass wir dieses Fahrgeschäft nicht mehr ans Fahren kriegen. Vergesst, was ich vermutet habe. Ich glaube, wir müssen den manuellen Weg gehen. Damit sind wir wesentlich sicherer dran. Ja, schien eine Achterbahn zu sein. Wow. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen heilen. Habe ich gerade mal im Hintergrund gemacht. Aber generell kriegen wir eh nicht so viel Damage. Warum sollte Nuka World Geschütztürme unter den Attraktionen haben? Falls man Gas durchdreht und man den aus dem Wagen schießen muss, oder? Ich verstehe es nicht. Ja, dann wollen wir mal absteigen. Und aufsteigen vor allem. Die Gegner zu suchen ist manchmal echt eine Krise. Aber tatsächlich hängen die hier überall unter diesen komischen Tassen. Da hinten ist auch wieder einer. So, hier ist wieder ein Kadetten-Astro-Ficker. Ja, und ich denke, das kriegen wir jetzt auch nicht ans Laufen.
Nee, also mehrere Notfälle. Aber ich glaube schon, dass man da irgendwo was aktivieren kann. Also da bin ich eigentlich inzwischen ganz zuversichtlich. Nur müssen wir wahrscheinlich wirklich erstmal aufräumen. Aber auch das sollte kein Problem sein. So, da ist wieder ein scheiß Turm. Die sind ja ganz schnell hinüber. Ist nur die Frage, wenn ich jetzt da lang gehe, schießt wahrscheinlich von irgendwo wieder eine Untertasse auf mich. Von oben tatsächlich. Diese Kackdinger sind aber auch minimal nervig. Ja, ich bin mir nicht sicher, wo wir zuerst lang sollten, weil da hinten geht es ja nochmal eine ganze Ecke tiefer. Und hier haben wir auch noch nicht gelootet. Tatsächlich, mal wieder. Ich meine, holy shit, warum haben die Dinger Lasergeschütztürme? Das ist doch hier so eine Kinderattraktion. Ich verstehe das nicht. Ich meine, holy shit. Ich möchte einfach nur diesen Gedanken verstehen, wer und warum das hat jemand da anbringen lassen. Wir gehen mal da hoch. Ja, ich denke nicht, dass wir hier die Secret Loots finden werden. Ich glaube auch, dass hier unten nicht mehr allzu viel sein wird. Hey, aber immerhin ein Shortcut, den ich mit der Rüstung zwar nicht gebraucht hätte, aber immerhin ein Shortcut. Ein Aufzug. Und wo geht's hier lang? Wahrscheinlich wieder nach draußen. Okay, wir sind... Holy shit, Mann, das ist... Das war das Endgegner-Raumschiff. Okay, das habe ich jetzt so ein bisschen unterschätzt. Ich habe zuerst nur gedacht, das wäre eins. Dann habe ich links und rechts die Laser gesehen, aber gedacht, das wäre halb so wild. Aber ich fürchte, jetzt müssen wir nochmal ein ganzes Stück machen. Ja, dann mache ich eben den Cut bis jetzt gleich. So, da sind wir wieder vor der Todestür. Und ich habe tatsächlich gerade beim Nachspielen festgestellt, dass die Geschütztürme, wenn sie einen treffen, wirklich krassen Schaden machen. Und es waren nicht sogar nur drei, es waren sogar vier Geschütztürme. Also wenn die treffen, das kann übel sein. Also das heißt, wir lassen uns am besten nicht mehr davon treffen. So wie gerade. Wow. Scheiß Ding. Ja gut, ich habe soweit wieder alles gelootet, denke ich. Und munitionsmäßig bin ich ein bisschen schlechter, glaube ich, weggekommen. Aber wir müssen jetzt gleich sowieso die Waffe wechseln. Die schmeißen uns ja in diesem Addon Unmengen von Gegner vor die Nase, wenn ich das mal so sagen darf. Was geht mit dir, Mann? Hör doch auf. Gehst du mit roten Flobbelwobbers hier? So, ist der auch genug. Ja, eine Ladung haben wir noch. 45 Kugeln. Die werden zwar nicht reichen, um alle Platz zu machen, aber das ist auch schon mal eine Menge. Und wenn ich so drüber nachdenke, hätten wir ja eigentlich nicht eine Kugel für die Viecher ausgeben müssen. Ja, wer das Robo-Addon bei mir gesehen hat, weiß, wie wir die Dinger bevorzugt ausschalten. Wobei wir das in Nuka World in der Arena natürlich auch schon gemacht haben. Na gut, aber wir scheinen hier echt in einem anderen Bereich zu sein. Ich hätte gedacht, dass es jetzt so langsam im Kreis führt, aber nein, wir sind in einem neuen Gebiet und langsam wird das echt viel Gebiet, wenn ich ehrlich bin. Also, so ein bisschen habe ich die Orientierung verloren. Nur ein bisschen. Oh oh. Ah, ich wollte gerade sagen, sonst kann ja eigentlich nichts passieren. Ja, ich glaube, wir gehen mal mit den Schienen. Da sind wir, denke ich, am besten dran. So, hatten wir nicht auch mal vor, Action Boy zu skillen? Damit wir mehr Aktionspunkte haben oder sowas? Wie weit sind wir denn da gekommen? Ah, wow, ein Punkt. Ja, habe ich auch so ein bisschen vergessen. Aber na gut, ich denke, Schleichen ist erstmal praktischer als das Rennen. Da können wir mehr mit anfangen. Gut, wir folgen einfach mal den Schienen. Ich glaube, damit können wir am besten alles erkunden. Ah, super. Ja, aber es sieht auch schon so aus, als wären wir hier gewesen. Wir nehmen mal alles mit. Ne, hier waren wir tatsächlich nicht. Das war er, der sich hier verteidigt hat. Ein Verkäufer. Ja. Hier hätte ich mich nicht eingebunkert in diesem Höllentrakt, aber man muss ja nehmen, was man hat. Und ich habe einen Deckengeschütztom gehört. Ich hoffe nicht, dass der direkt über mir ist. Weil das wäre echt bitter, wenn ich den nicht gesehen habe. Kitsching! Was ist das? Nehmen wir alles mit. Keine Ahnung, wo Gage gerade ist. Ich höre es mega abgehen, aber kann mir egal sein. Ja, dann wollen wir mal
einen Blick reinwerfen, aber ich glaube, das können wir nicht durchqueren, das Gebiet. Naja. Kann ich nicht? Doch, können wir. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie zerstörbare Gegenstände, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, damit hätten wir es natürlich auch machen können. So, da bleibt dann auch nur noch ein Brett kleben. Ja, dann denke ich mal, dass wir ab jetzt wieder die Oberhand haben. Gage hat die ganze Zeit hier schon mal gewartet. Der ist durch die Tür geflogen. Los, dann Ding, keine Sorge. Ich werde dich. Könnte das den ganzen Tag. Ja, also jetzt bringen sie uns wieder die Alien-Animatroniken an den Arsch. Hier waren wir tatsächlich schon. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Ich muss mich echt ein bisschen schwer tun mit der Orientierung hier, weil es halt so großflächig ist und wir immer den ersten Weg gegangen sind. Also Orientierungsphase, die fehlt gerade. Gehen wir mal da durch. Ich meine, das war die obere Tür. Ne, hier waren wir doch noch nicht. Ich habe gedacht, das wäre ein anderer Raum. Die halten ganz schön viel aus, die Dinger. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Aber die gehen schön in die Luft. So, das nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Ja, wir müssen gucken, dass wir viel looten, damit wir uns mehr Munition leisten können. Für die Splatterkanone, weil die ist echt richtig angenehm für jede Art von Gegner. Einfach wegen dem Damage, der immer höher skaliert. Ah, okay, hier sind wir. Ja, eben sind wir da durchgegangen. Das ist quasi genau das andere Ende des ganzen Konstrukts hier. Und auf der oberen Ebene waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Doch, da kamen wir her tatsächlich. Das ist auch wieder so ein Teil. Ich gucke mal, ob jetzt die Fahrbahn vielleicht frei ist, ob ich das Ding wirklich bedienen kann. Ansonsten gehen wir nochmal durch und gucken nochmal, ob wir irgendwas Neues finden können. Irgendwo, wo ich noch nicht war. Aber ich denke mal, dass es hier definitiv was gibt, weil das ist ja doch schon eine ziemlich große Einrichtung. Nee, ist aber noch deaktiviert. Zurück zum Alltagstod. Also, wenn es noch einen Überlebenden gab, dann war er es. Deswegen probiere ich es gerade nochmal.